Scheiße, herzlich willkommen, mein Name ist Maymay und willkommen auf meinem Kanal. Das ist jetzt mein erstes Video, daher bitte ich euch, Erbarmen mit mir zu haben und seid nicht so streng mit mir und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinen Beauty-Favoriten. Okay, gut, also ich bin ein bisschen aufgeregt, nehmt mir bitte die Füße böse und ja, wie gesagt, ich will kein großes Intro machen, weil ich das auch, glaube ich, nicht so gut kann, daher einfach mal direkt loslegen. Gut, und zwar dachte ich mir, ich fange einfach mal an, wie ich morgens mein Gesicht wasche oder beziehungsweise halt so Gesicht, dann was für Cremes und so, mit solchen Favoriten. Genau, fangen wir einfach an. Also worauf ich total abfahre, ich habe nämlich auch eine relativ empfindliche Haut, vor allem morgens würde ich auch behaupten. Daher benutze ich extra von Balea Med Sensitive. Da gibt es doch diese ganze Serie. Und mir hat es eigentlich total angetan, dieses Ultra-Sensitive Waschgel. Das benutze ich sowohl morgens als auch abends. Und ja, ich guck mal kurz, wie ich aussehe. Ich bin total aufgeregt. Aber egal. Gut. Genau, also da benutze ich das Waschgel morgens und abends mit meinem Clarisonic, was eigentlich auch zu meinen Favoriten gehört, aber gerade nicht hier ist. Und das andere ist dann das Ultra-Sensitive Gesichtswasser. Auch ganz normal mit Wattepads auf mein Gesicht, nach der gereinigten Haut und so, tut voll gut, ist super. Also die beiden Sachen kann ich voll gut empfehlen, danach habt ihr keine gereizte Haut und also super easy. Und mit dem Clarisonic kriegt ihr eh alles super gut weg, von daher passt schon. Und die Haut ist auch nicht gerötet. Genau, benutze ich für danach, also das ist meine Tagespflege, ist von The Body Shop die Aloe Vera Soothing Day Cream. Die habe ich mir neu zugelegt. Ich glaube, so mit diesem Fokussieren, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz drauf. Ah, doch! Weg! Genau, das ist die Creme. Die gibt es bei The Body Shop. Ja, hi. Und die ist super. Die ist so ergiebig. Die ist halt echt für, extra für sensible Haut. Die ist besänftigende Feuchtigkeitscreme für ihr Gesicht. Die ist super, echt auch. Also danach, ihr habt einfach so eine feuchtigkeitsspendende Haut. Das tut einfach übelst gut. Und danach auch, die zieht auch recht gut ein. Riecht halt nach nichts. Da sind weder Parfüme noch sonst. Ja, die riecht eigentlich auch gar nichts. Also ganz ehrlich, nach nichts. Aber ist okay. Meine Tagescreme muss auch nicht nach irgendetwas riechen, weil wozu? Das soll sie pflegen und für den Tag einfach ready sein und alles okay, passt schon. Also die ist wirklich in Ordnung. Genau, auch alkoholfrei, das ist alles so auf Englisch und ich bin nicht so gut in Englisch, daher lassen wir es jetzt. Also auf jeden Fall bei The Body Shop gibt es super Sachen eh und bin ich voll der Fan von. Was ich auch super gerne, also bei mir bei Gesichtspflege, was ich auch super toll finde, das zeigt irgendwie jeder YouTuber, glaube ich. Deswegen habe ich es mir auch ehrlich gesagt gekauft. Kleine Story dazu, ich wollte das unbedingt haben. Und irgendwie habe ich voll gegeiert. Oder ich sag euch mal, was es geht. Das ist von Kiehl's, diese Midnight Recovery Concentrate. Warte, so. Klappt das? Ich bin, wie gesagt, nicht so der Pro, also verurteilt mich nicht. Aber irgendwie, ich krieg's nicht hin. Bei denen sieht es immer so easy aus. Oh, hier. Aber irgendwie. Oder? Doch, fast. Hat fast geklappt. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Auf jeden Fall ist es das, dieses blaue Fläschchen, das ist so ein Öl. Und das ist saugut. Ich nehme das immer in Kombination mit dem Gesichtstoner. Das ist von Lush. Das ist. Funktioniert das mit diesem Zoom-Ober gut gerade? Ich verstehe es nicht. Naja, auf jeden Fall ist es ein Gesichtswasser. Warte mal hier, ein mildes Gesichtswasser, das deine Haut hegt und pflegt. Dieser sanfte Toner für den täglichen Gebrauch versorgt deine Haut mit Feuchtigkeit. Und das sprühe ich mir dann immer so over easy dann so ins Gesicht. Was ist das? Seht ihr das? Ne? Kommt so Wasser, sprühe ich mir drauf nach meiner Reinigungspflege am Abend. Und dann, oh, wenn das Gesicht noch feucht ist mit diesem Gesichtswasser, dann kommt dieses Kiehl's-Öl drauf. Da mache ich dann wirklich nur so ein paar Tropfen hier, einen Tropfen da, einen Tropfen hier und schmier mir das ins Gesicht. Das tut auch so gut am Abend, also wenn ich morgens aufwache, mein Gesicht ist einfach richtig gepflegt und vor allem abends ist es auch ein bisschen mein Gesicht so, dass dann so, also es fühlt sich nicht gereizt an, aber wenn ich das danach drauf mache, ist es einfach, ihr wacht morgens auf und Babypopo.
Genau, also ihr könnt auch auf jeden Fall, genau, was ich dazu sagen wollte, zu diesem Gesicht, zu diesem Öl. Ich wollte es die ganze Zeit haben, weil irgendwie, weil ich auch so recherchiert habe, was so Öle betrifft. Und dass es irgendwie, wenn man im Internet einfach Gesichtsöl eingibt, kommt das irgendwie als erstes. Und es kostet halt 40 Euro. Und da habe ich mir gedacht, boah, okay, 40 Euro schon hab ich, ne? Und dann habe ich dann irgendwie dann auch meinen Freund schon oder meinen Verlobten die ganze Zeit auch schon so belästigt. Ich so, soll ich es holen, soll ich es nicht holen. Dann bin ich auf jeden Fall zu Kiez gegangen, weil ich mir auch so unsicher war, ob das überhaupt was für mein Gesicht ist, ne? Bin dann zu Kiez gegangen und die sind super toll da eigentlich, also finde ich immer. Und da habe ich so kurz gesagt, was mein Problem ist und so. Und dann haben die mir Proben gegeben. Und diese Probe, ungelogen, mit diesem Öl, das hat einfach eine Woche gehalten. Eine Woche, das habe ich dann jeden Abend benutzt und ich war begeistert. Und dann hat mir mein Verlobter das zum Valentinstag gekauft. Und seitdem irgendwie kaufe ich das jetzt jedes Jahr. Und es hält auch wirklich ein Jahr lang. Das ist die 30 Milliliter Flasche und die hält wirklich ein Jahr. Saugut. Also ihr habt was davon. Kostet zwar 40 Euro, aber es hält ewig. Genau. Was ich dann auch, also was Altbewährtes, was glaube ich jeder irgendwie benutzt, ist die Kaufmanns Haut- und Kindercreme. Super. Jeden Abend und jeden Morgen so eine dicke Schicht drauf und dann I'm ready to go to sleep. Und dann passt es auch voll. Genau. Das sind so die Sachen. Was habe ich denn noch? Ah, wenn wir schon beim Gesicht sind, auch ein super altbewährtes Mittel, was ich auch so einmal in der Woche benutze. Und tut meiner Haut auch super gut. Sorry, wenn ich manchmal da hochgucke, ich bin total irritiert. Erstes Video und so. Genau. Ist die Lumos Heilerde. Da hole ich mir immer so dieses Päckchen, weil ich ein Geier bin. Weil ein Päckchen, also diese kleine Packung beim DM kostet für einen Gebrauch 1 Euro oder so. Ist jetzt nicht teuer, aber das da hat einfach eine Ewigkeit. Da sind 480 Gramm drin. Das hält wirklich, ich weiß nicht, für wie viele Male das hält. Also ich habe das bestimmt schon seit einem Jahr oder länger. Naja, auf jeden Fall, das kostet 5 Euro. Das wären 5 Masken und das hat auf jeden Fall mehr als 5 Masken. Und das ist super. Also das hilft auch sehr gut gegen unreine Haut auch oder auch so für empfindliche Haut. Das ist echt gut. Dann, was auch noch zu meinem Favoriten ist. Also ich bleibe jetzt einfach mal beim Gesicht. Macht das Sinn? Oh, macht Sinn. Ist irgendwas ausgelaufen? Oh Gott. Ah. Okay, ich höre auf. Genau, wenn wir beim Gesicht bleiben, ist die Face and Body Foundation von MAC. Wir werden keine Freunde mit dem Fokus, he? Habt Erbarmen, wie gesagt, mit mir. Ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Was ist ein Vogel? Irgendwie nicht. Doch jetzt! Nee, jetzt mein Gesicht. Nee, ich krieg's nicht hin. I'm sorry. Also die Face and Body Foundation, von der schwärmt halt immer die Lamia Slimani, kennt ihr natürlich alle, die schwärmt so des Grauens von dieser Foundation immer. Und ich bin halt, also halt irgendwie, benutze eher immer so BB-Creams, also für den Alltag sowieso, das ist eher so, wenn ich mit meinem Verlobten irgendwo hingehe, am Wochenende, keine Ahnung, dann benutze ich das halt. Und das ist super, weil die ist so einfach zu benutzen, ich mag die total. Auf jeden Fall war ich dann auch im MAC Store und die war so gut, diese Beraterin, also die war der Hammer und die hat mir dann auf jeden Fall dieses Fläschchen mitgegeben, das ist dieses C3, wenn es auch die Farbe überhaupt ist, die war so gut, also lasst euch auf jeden Fall auch von denen beraten, die helfen euch richtig gut, die haben es drauf, die haben es echt drauf, also geht dahin. Und genau, und die große Packung wünsche ich auf jeden Fall mehr. Die kostet, glaube ich, 36 Euro oder 40 Euro. Und die kleine kostet 32 Euro. Macht gar keinen Sinn. Also, und das hatte die Lamia auch in ihrem Video gesagt. Und sie hat gesagt, okay, ich will auch gleich die größere. Genau. Dann ist irgendwas ausgelaufen. Ich weiß jetzt echt nicht was. Aber gut. Weiter im Text. Was ich auch super gerne benutze, die hält halt, das hält halt auch jeder irgendwie in die Kamera und ich bin halt die Nächste. Und zwar ist es die NYX Konturpalette. Ich finde die super. Die ist echt saugut. Also ich benutze da voll viele Farben von mit drin. Also wie gesagt, ich bin echt kein Schminkprofi, aber so für den Hausgebrauch reicht und für die Arbeit und um in die Stadt zu gehen. Genau, also da benutze ich immer diese Farbe. Also irgendwie halten die das immer hier so hin, ne? Das ist die hier.
und die daneben dran benutze ich einfach so richtig sowieso einen Bronzer. Und die hier ist so zum Konturieren voll gut. Also die hier. Und genau, die da, das mache ich auch, was ich super gerne mache, ist zum Primark oder so, das kann ich euch ja alles mal, also oder der oder wer auch immer das sieht, zeigen. Vom Primark gibt es voll günstig so Schwämmchen und damit mache ich dann hier meine Kante dann so richtig, ne? Und es geht voll gut mit diesen gelben. Und was ich auch unbedingt mal probieren wollte, ist von Rossmann. Gibt es jetzt irgendwie so halt neuesten Banana Powder? Habe ich noch nicht probiert. Wollte ich auf jeden Fall mal machen. Naja, auf jeden Fall die NYX Contour Palette finde ich super. Und was ich auch jetzt hier mit so reinkriegen wollte, weil ich jetzt auch, weil es jetzt Sephora, weil es auch in Deutschland gibt, dachte ich, kann ich es dir auch zeigen. Das ist dieses Contour Kit von Anastasia Beverly Hills. Also super, die ist auch echt, also auch für Anfänger auch finde ich voll gut. Die ist auch super und die sieht auch schon echt leicht mitgenommen aus. Ich benutze sie sau gerne. Auch den Highlighter benutze ich dazu. Also auch wenn ich jetzt so mit Highlighter bin, ich jetzt echt nicht so der Profi, irgendwie kriege ich es nicht hin. Bei mir sieht es nicht so gut aus wie bei allen anderen YouTubern. Ich weiß auch nicht. Was mache ich falsch? Wir werden es nie erfahren. Ich habe halt echt Augenringe des Jahrhunderts. Also wirklich, die gehen mir von hier, vom Scheitel bis zur Fußsohle, habe ich einfach Augenringe. Das ist eine Katastrophe. Und diese Tipps mit Schlaf viel und trink viel und dies, das, Ananas, das mache ich alles. Ich schlafe bestimmt 10 Stunden am Tag, nützt nichts. Ich trinke 300 Liter am Tag, nützt nichts. Ich habe einfach Augenringe, die sind wirklich enorm. Und egal welchen Concealer ich benutze, von 2 Euro bis 30 Euro, ich weiß nicht. Also irgendwie auch selbst mit, hier mit Color Correcting und so, das habe ich auch alles schon versucht. Und es wird auch besser, aber halt nie so zu 100%. Also ich weiß nicht, keine Ahnung, was ich da falsch mache. Also was ich auf jeden Fall immer so für den Alltag saugend finde, ist diese Liquid Camouflage von Catrice. Also wie gesagt, ich kriege das irgendwie nicht so hin. Ach doch, jetzt seht ihr es, oder? Die Liquid Camouflage von Catrice, die finde ich echt gut. Also da kann man echt nichts sagen, die ist saugut. Da benutze ich die 020 Light Beige. Und welche ich halt auch so für besondere Anlässe benutze. Wochenende, Essen gehen, keine Ahnung. Also nicht fürs Büro, ehrlich gesagt. Da benutze ich die Kat Von D. Gibt es ja auch dann, wenn es Sephora hier in Deutschland gibt, wird es doch auch Kat Von D wohl geben, oder? Auf jeden Fall ist die wirklich gut. Dieser Concealer von Kat Von D, der ist auch Hammer. Also ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, bestimmt. Das ist dieser Locket Concealer und da habe ich die Farbe M25 in Warm. Und da habe ich mir auch nochmal irgendwann eine geholt, ein bisschen dunkler für den Sommer. Genau, auch so benutze, also auf Empfehlungen von, keine Ahnung, Tamtam Beauty Kanal, kennt ihr bestimmt auch alle, oder kennst du, oder keine Ahnung, wer das alles sieht, voll komisch. Das MAC Pep Prep and Prime, die ist so, weißt du, wenn du zu viel Puder benutzt hast und so irgendwie voll putrig aussiehst, dann hilft das voll, dann zerschmilzt es so mit deiner Haut. Aber ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer für den Alltag, weil das Ding kostet 20 Euro. Da habe ich halt schon alles Mögliche bei DM probiert. Und da habe ich jetzt auch das da gekauft. Und das finde ich echt nicht schlecht. Das Essence Instant Matte. Das ist auch so, das ist oil-free. Also ich habe jetzt keine ölige Haut, aber das war nur das, was es halt noch gab. Es gibt es auch noch ohne dieses Instant Matte. Das wollte ich auch haben, aber es gab es nicht. Und deswegen habe ich das geholt und es ist echt okay. Also vom Sprühen her ist es ein bisschen kompliziert. Also nicht so easy. Also es sprüht schon heftig, also so die Haare werden dann schon gut nass von, aber ist okay. 2,50 Euro das andere kostet, also wie gesagt, für so besondere Anlässe benutze ich das echt gerne, aber das für den Alltag auf jeden Fall super. Meine Lieblingsmascara ist übrigens die Lash Sense, ich rede aber viel gern, mein Gott. Lash Sensational, da benutze ich die Waterproof, die immer so gern. Ich krieg's nicht hin. Wie ein Horst, hä? Zoom-Schnopf ist noch mehr rein. Ich krieg's nicht hin. Okay, also gut. Also von Lash Sensational, die Maybelline Mascara, finde ich auch voll gut. Ich habe eh so Stummelwimpern. Also, ne?
welchen Lippenstift ich auch gerade drauf habe, liebe ich. Das ist auch von Kat Von D. Und das ist die Farbe Lolita. Sau gut. Ey, die sind der Hammer, die sind der Shit. Ich hatte mir mal von Amazon, da gab es mal so etliche von diesen Kylie Jenner Fake Lip Dingern da. Die sind nicht gut, die kann ich euch nicht empfehlen. Ey, dann holt euch lieber die 20er. 10 Stück für 10 Euro. Aber wenn du deinen Mund so zumachst, dann bappt es voll. Und das ist so, sowas auf jeden Fall viel, viel besser. Und 3, 4 Sachen. Ey, ich spring hier den Rahmen. Dann hab ich auf jeden Fall, genau, also 2 Sachen musst du. Da mach ich jetzt auch kurz einen Prozess. Hab ich letztens neu für mich entdeckt. Also, das ist der Hammer. Das ist von Original Source. Kirsche und Mandelmilch. 100% natürlicher Duft. Kennt ihr das, wenn du drauf drückst und dann kommt diese ganze Soße hoch? Das passiert so oft beim DM. Drückst drauf und dann tschuken. Aber gut, das ist auch das, was auf meinem Video ist. Okay, das ist es. Genau, riecht so gut, riecht mal dran, riecht einfach richtig, also wie so ein bisschen wie Joghurt, also irgendwie saulecker. Von Rituals Yogi Flow. Yogi Flow. Davon gibt es auch die Handcreme. Diesen Duft finde ich so geil. Dass ich mir gedacht habe, ich will das da haben. Also diese Handcreme ist super, super. Genau. Und dann für meine Haare, benutze ich voll gerne so, also so mit der Zeit ist halt auch immer so eine Sache. Das ist so eine Haarkur auch von Lush. Das ist die Jasmin Antenna Fluff Ease. Musst du halt 20 Minuten im Haar einwirken lassen. Und ganz ehrlich, immer wenn ich das, also ich mache das, versuche es einmal in der Woche, aber eher alle 2 Wochen. Weil so, wenn ich dusche, dann gehe ich unter die Dusche und dann denke ich mir, hättest du noch mal die Haarmaske rein. Ja, und dann ist es schade Schokolade, Zug ist abgefahren und vorbei. Dann habe ich nur noch eine einzige Sache und zwar mein Duft, was ich so sau gerne liebe. Es merkt sich auch echt im Ende zu. Aber so im Frühling, Sommer, Sau-Porno-Duft. Oh Gott, voll der gute Duft. Coco Chanel Mademoiselle. Finde ich echt toll. Seht ihr auch wie? Oder wer auch immer das sieht oder ob ich es nur bin und mein Verlobter, der wir beide das schneiden werden, ist voll wenig drin. Und das waren meine Favoriten. Ich hoffe, es hat dir, mir und was weiß ich, wem gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!